Was tut sich in der Welt der Fußballschuhe? Alle Infos zu den Fußballschuhen deiner Lieblingsstars gibt's jetzt in der neuen Folge der Fußballschuh-News. Zurück aus Rotterdam, deswegen Zeit für ein neues Video und Zeit endlich mal wieder für Fußballschuh-News. Und heute geht's um einen ganz, ganz, ganz besonderen kommenden Nike-Fußballschuh. Und warum das alles hier so ziemlich verwirrend ist und vielleicht auch falsch ausgelegt wird, das schauen wir uns heute natürlich an. Genauso die neuen Adidas-Fußballschuhe sind am Fuß von Lionel Messi, Roberto Firmino und zu sehen. Aber auch CR7 spielt eine Rolle, der wohl nicht so viel Bock hat auf die neuen Schuhe. Was es da auf sich hat, klären wir jetzt. Viel Spaß bei der heutigen Folge der Fußballschuh-News. Bevor ich es vergesse, Leute, es wird natürlich heute auch endlich das Gewinnspiel aufgelöst. Ich habe es nicht vergessen, sondern war die letzten Tage, insgesamt 3 Tage, in Rotterdam unterwegs mit Absolut Teamsport. Wir haben dort unseren neuen Store eröffnet, den 2. in der Niederlande. Hat mega viel Spaß gemacht. Vor Ort für euch ein paar coole Sachen aufgenommen, ein paar coole Shorts und Reels. Das heißt, auf Instagram wird es ja auch einigen coolen Content geben. Und am Ende vom Video, wie gesagt, ist es dann endlich Zeit für die Auflösung, wer den Nike Vapor gewonnen hat. Endlich wieder Fußballschuh-News. Wir müssen sehr lange warten. Ich habe auch sehr, sehr viele spannende Themen heute dabei. Heute zurückgekommen aus Rotterdam. Deswegen legen wir auch direkt los. Und zwar mit dem Fußballschuh schlechthin von Nike. Es ist natürlich die Rede von Nike Mercurius, sowohl Superfly als auch Vapor. Sind natürlich die beliebtesten Fußballschuhe bei Nike und hier wird natürlich sehr, sehr krass drauf gefiebert. Wann kommt endlich der neue Superfly 9 und Nike Vapor 15? Die Fragen bekomme ich fast täglich und aktuell tut sich eine Menge. Wir hatten ja zuletzt zum Beispiel, ich hole jetzt mal hoch, dieses Colorway hier am Start, beziehungsweise diesen sehr, sehr spannenden Fußballschuh mit dieser kranken Sohle. Die Rede ist natürlich hier vom Nike Air Zoom Ultra, wo auch schon viele gefragt haben, ist das der neue Nike Vapor? Ich hoffe, ihr kennt ihn aus dem Video. Ein sehr spannender Fußballschuh. Es ist nicht der neue Nike Vapor. Das heißt, ihr könnt ihn auch wieder zur Seite stellen. Der spielt heute keine Rolle. Aber es sind neue Bilder aufgetaucht von einem scheinbar Nike Mercurial Vapor. Ich blende euch mal ein. Das Ganze sieht sehr, sehr krass aus und erinnert auch so ein bisschen an den Air Zoom von den Farben. Es sieht tatsächlich aus wie ein Vapor, es ist auch ein Nike Mercurial und jetzt natürlich die Frage, ist es der heiß ersehnte Nike Vapor 15? Und die Antwort ist ganz einfach nein, ganz und gar nicht, beziehungsweise definitiv nicht, denn wenn es das neue Mercurial Modell wäre, wäre die Aufmerksamkeit natürlich deutlich, deutlich größer. Was ist es also für ein Fußballschuh? Es ist einer, der schon bei Nike.com gelistet ist, wird ab Mitte Mai dann auch zu kaufen sein. Ab Mitte Mai, ab Mitte April, also in den kommenden Tagen wird es dann soweit sein, dass man diesen Fußballschuh kaufen kann. Und das Ganze ist das Thema Recycling. Das ist der Nike Mercurial Next Nature. Da geht es quasi einfach darum, dass das Material recycelt ist. Und für Nike ist es ja auch so ein Ziel, klimaneutral zu werden. Und da ist dieser Fußballschuh dann auch so ein Teil dieser Kampagne. Es geht also um Recycling. Da hatten wir auch schon in der Vergangenheit den einen oder anderen Fußballschuh von Nike, wie den GS360. Ich hoffe, ihr kennt ihn noch. Den Cream Speed, ein sehr, sehr krasser Fußballschuh, Kylian Mbappé beispielsweise getragen. Und das ist jetzt auch bei diesem Fußballschuh so ein bisschen das Thema. Ist kein regulärer Schuh und er wird auch nicht regulär quasi zu kaufen sein, sondern nur bei Nike und das Ganze wieder limitiert. Find aber, das Colorway sieht sehr, sehr geil aus. Bin gespannt, was ihr hierzu sagt. Lasst gerne Feedback da, auch ob wir vielleicht zu diesem Fußballschuh dann einen Playtest machen wollen. Ist leider nicht allzu relevant, weil er, wie gesagt, nur einmal kommen wird. Und hat auch wenig mit dem kommenden Nike Mercurial Vapor 15 oder Superfly 9 zu tun. Nichtsdestotrotz ein sehr, sehr cooler Vorgeschmack auf die Zukunft und natürlich hoffentlich auch viel mit dem Thema Recycling und klimaneutral, wo Nike hier in der Zukunft noch umsetzen kann. Weiter geht's mit Adidas, genauer gesagt natürlich mit dem neuen, brandneuen Diamond Edge Pack. Ich hoffe natürlich, ihr kennt es aus unserem letzten Unboxing-Video. Blau-weißes Colorway, definitiv sehr, sehr cool umgesetzt, sehr, sehr clean. Und das sind natürlich auch die Fußballschuhe, die jetzt ab sofort an den Füßen der Adidas-Spieler zu sehen sein werden. Und hier haben wir natürlich auch den Adidas-Spieler schlechthin, Lionel Messi mit seinem neuen Adidas X Speedflow. Wobei man natürlich sagen muss, eigentlich spielt er ihn nur sehr selten so, sondern meistens mit der Schuhzunge. Nichtsdestotrotz für mich ein sehr cooles Colorway.
helle Fußballschuh, wie gesagt, komplett mein Favorite. Und der Adidas X definitiv hier für mich der schönste Schuh aus dem Pack. Nicht nur Lionel Messi trägt diesen Fußballschuh, sondern auch ein gewisser Roberto Firmino, der in der Champions League wieder ordentlich abgeliefert hat. Und er trägt den ganzen Schuh auch als Laces-Schuh, finde ich nochmal geiler als die Point One-Variante rein optisch zu sprechen. Da sieht das immer noch ein bisschen cooler aus. Für mich auch der Adidas-Fußballschuh schlechthin, der Adidas X Speedflow. Predator und Copa bin ich kein Fan, beziehungsweise nicht mehr. Beim Predator Freak war ich ein großer Fan, aber der X Speedflow liefert weiterhin ab und hier soll es ja wohl auch ein Update geben, denn wir haben hier noch ein spannendes Bild aus der Bundesliga und zwar vom VfB Stuttgart. Wir gucken hier mal genauer hin und es sieht hier nach einem Laceless-Fußballschuh aus mit einer kleinen V-Form. Erinnert ein bisschen an Nemesis, könnte aber wohl der kommende Adidas X sein. Da soll ja im Sommer auch noch einiges passieren, neues Update zu diesem Fußballschuh kommen. Ich hoffe, sie verändern nicht zu viel, weil dieser Fußballschuh sehr, sehr gut funktioniert. Aber bin mal gespannt, was es mit diesem Fußballschuh auf sich hat, ob es ein Nike-Modell ist, ein Adidas-Modell oder vielleicht sogar ein älteres Modell vom Nemesis, man erkennt es bloß nicht. Das werden wir, wie gesagt, genau beobachten. Falls es hier Infos gibt, wisst ihr natürlich auf dem Fußballschuh-Kanal Nummer 1 bekommt ihr die Infos. Schauen wir jetzt noch ein sehr, sehr cooles Close-Up-Bild an und zwar zum Adidas Predator Edge Swarovski am Fuß von Jude Bellingham beispielsweise zu sehen. Die Low-Cut-Variante, definitiv ein sehr, sehr heftiger Fußballschuh, was dieses Camouflage angeht. Hatten wir ja für euch hier auch auf dem Kanal als kleines Unboxing-Video. Ein sehr, sehr spannendes Colorway. Ist natürlich sehr gewagt, vor allem weil hier einfach Kristalle am Schuh untergebracht sind. Damit definitiv Geschmackssache, performance-technisch leider weiterhin enttäuschend, rein optisch aber auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Kommen wir versprochen noch zu Cristiano Ronaldo und zwar genauer gesagt um das Nike Progress Pack. Ich hoffe natürlich, ihr habt die Videos gesehen, haben wir ja auch im Playtest gehabt, die neuesten Colorways von Nike, definitiv sehr, sehr stark, da hat Nike einiges richtig gemacht mit diesem weiß-silbernen Look. Ist natürlich auffällig, dass Adidas hier auch genau diese Farben eigentlich getroppt hat. Nichtsdestotrotz ein sehr cooler Fußballschuh, den man jetzt auch sehr, sehr häufig in der Liga bereits sehen konnte oder generell in den Fußballspielen der Champions League, Bundesliga, Premier League und so weiter. Was aber auffällt, ein gewisser CR7 trägt ihn nicht. Er ist weiterhin mit seinem Nike Dreamspeed unterwegs. Ein sehr, sehr cooler Fußballschuh, kann ich definitiv auch nachvollziehen, dass er diesen Fußballschuh trägt. Den Nike Dreamspeed findet ihr auch unten verlinkt noch. Ein paar restliche Größen sind noch reduziert da, findet ihr unten in der Beschreibung. Auch Kylian Mbappé beispielsweise trägt weiterhin den Dreamspeed. Bin mal gespannt, wie lange, bis Nike sagt, hey, ihr solltet auch langsam aber sicher die aktuellen Schuhe tragen. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe auch natürlich, dass bei CR7 bzw. Manchester United das Ganze auch hoffentlich bald mal wieder bergauf geht. Kommen wir noch zu Puma. Wir hatten natürlich den Puma Future Set 1.3 hier schon auf dem Kanal. Der neue Neymar Fußballschuh aus dem neuen Puma Instinct Pack. Ein sehr, sehr heftiges Colorway, sehr, sehr krasser Fußballschuh. Aber was natürlich auffällt, Moment mal, da fehlt ja noch ein Schuh aus diesem Pack, ein Puma-Fußballschuh. Und den sehen wir jetzt am Fuß von Choupo-Moting beim Training des FC Bayern München. Und zwar dieses silberne Colorway, silber-orange, finde ich deutlich geiler als beim Puma Future. Weil diese Metalloptik natürlich immer sehr, sehr geil ist. Deswegen muss man sagen, hier definitiv ein sehr cooles Colorway von Puma. Leider wird es den Schuh erst in ein paar Wochen geben, weil es hier mal wieder ein bisschen Lieferschwierigkeiten gibt. Nichtsdestotrotz behalten wir das natürlich für euch im Auge, falls ihr hierzu vielleicht auch noch einen Playtest haben wollt, wo wir den Schuh noch mal mehr im Detail zeigen. Lasst gerne Feedback in den Kommentaren da. Kommen wir versprochen zur Auflösung des Gewinnspiels zum Nike Vapor 14. Ich hoffe natürlich, ihr habt das Ganze gesehen, wo wir dieses Colorway, dieses limitierte Rodicious Pack Colorway verlost haben. Ist eigentlich schon ein bisschen über, aber ich war wie gesagt nicht zu Hause, deswegen konnte ich es nicht auflösen. Und jetzt hier habe ich nämlich per Zufallsgenerator den Zuschauer-Link ausgewählt. Krass, dass man so einen seltenen Fußballschuh einfach verlost. Respekt, Größe 43. Das heißt, der Fußballschuh geht raus an dich. Bitte einfach hier unter dem Video kommentieren oder bei mir auf Instagram schreiben, für den natürlich auch unten verlinkt. Dann schicke ich natürlich den Fußballschuh schnellstmöglich an euch raus. Und es wird natürlich auch bald wieder ein neues Gewinnspiel geben. Wir haben da auch schon was Cooles geplant. Seid also auf jeden Fall gespannt. Und natürlich vielen Dank auch an alle, die mitgemacht haben.
Das war's dann schon wieder zur heutigen Folge der Fußballschuh-News. Ich hoffe natürlich, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Und nicht vergessen, natürlich Feedback in den Kommentaren da lassen, die Glocke aktivieren, immer aktiv auf diesem Kanal zu sein, denn es wird natürlich bald auch schon wieder ein neues Gewinnspiel folgen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, wie gesagt, Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren. Unser Ziel, die 100.000 Abonnenten. Ich werde nicht müde, das zu sagen, denn wir wollen hier maximal Vollgas geben. Deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr weiterhin Vollgas gibt. Vielen Dank für euren Support. Ich weiß es sehr zu schätzen. In der kommenden Woche gibt es dann auch wieder sehr, sehr spannende Videos. Ist auch bald Zeit für die neue Folge der Fußballschuh-Designs. Heißt, einiges los. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und viel zu lang, wie ich jetzt hier schon stehe. Ciao.